Der Friedhof von Alexandropol. Während seiner Wanderjahre hatte Gurdjieff immer wieder seinen Geburtsort als Mittelpunkt seines Lebens gewählt. Eine stete Beziehung, die erst 1918 endgültig abbricht, als die Türken die Stadt einnehmen und auch Gurdjieffs Vater dem Massaker zum Opfer fällt. Trotz aller Bemühungen war es dem Sohn nicht gelungen, ihn vor den Kugeln der Türken zu retten. Erst viel später wurden Gurdjieffs letzte Worte an den geliebten Vater auf den Grabstein gemeißelt. Ich bin du, du bist ich, er ist unser, beide sind wir sein, so sei alles für unseren Nächsten.